Stellt euch vor, ihr geht's in den Supermarkt. Ihr kauft's ein Wurstzimmer für eure Jause und an der Kasse bezahlt ihr dann mit eurem Handy. Allerdings nicht via Smart Pay in Euro, sondern in Bitcoin. Wäre das möglich? Wäre das sinnvoll? Wieso kann man in einigen Ländern Bitcoin im Alltag schon benutzen? Und sollten wir das in Österreich auch einführen? Darum geht's in diesem Video. Wir haben schon zwei Videos über Kryptowährungen bzw. Bitcoin gedreht und da wir hier einige Begrifflichkeiten verwenden, die eine Erklärung brauchen, schaut euch lieber die letzten zwei Videos an, bevor ihr hier weiterschaut. Die sind hier irgendwo oder da unten verlinkt. Also, los geht's. 2021 kündigte der salvadorianische Präsident Nayib Bukele an, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen. KryptoenthusiastInnen waren außer sich. Die offizielle Erklärung für die Maßnahme? 70% der Salvadorianer hätten nämlich kein Bankkonto. Die würde man damit erreichen. Außerdem würde man unabhängiger vom US-Dollar und Salvadorianer, die im Ausland arbeiten und Geld an ihre Familien in der Heimat schicken, könnten das nun fast gebührenfrei tun und auf Western Union zum Beispiel verzichten. Außerdem sollen Bitcoin-Millionäre angelockt werden, die sich in El Salvador nun mit ihren Kryptos auch endlich mal wirkliche Dinge kaufen können und Steuerprivilegien genießen. El Salvador war damit Trendsetter. Panama hat mittlerweile auch einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der dem von El Salvador ähnelt. Aber warum denn? Einige BeobachterInnen wie Volkswirt und Lateinamerika-Experte Christian Ambrosius von der Freien Uni Berlin schätzt, dass die Einführung des Bitcoins den jeweiligen Ländern helfen soll, ein noch attraktiveres Ziel für global mobiles Kapital zu sein. Heißt im Klartext, Steuern umgehen und Geld waschen. Durch die Akzeptanz des Bitcoin als Zahlungsmittel wollen diese Länder attraktive Bedingungen für Kapitalbesitzer bieten, die auch Bitcoin in ihrem Portfolio halten und Diskretion suchen. Zitat: In Zeiten, in denen die Regulierung des traditionellen Finanzmarktes strenger geworden ist, bietet der Bitcoin eine wichtige Nische. Gerade Länder wie Panama und El Salvador, in denen auch der Dollar legales Zahlungsmittel sei, könnten hier einen attraktiven Standortvorteil ausspielen. Na gut, Geldwäsche hin oder her, aber wir wollen jetzt mal nicht nur schwarz malen. Die Einführung des Bitcoins hätte ja in unserem Szenario jetzt keine ablösende Funktion gegenüber dem Euro. Er wäre vielmehr eine Ergänzung. Der Händler, der das Geld annimmt, hat den großen Vorteil, er kann es einfach machen, erlaubnisfrei. Also jeder, der ein Geschäft hat und einen Kartenterminal haben will oder mit Kreditkarte Zahlungen ermöglichen lassen will, muss Verträge schließen mit Betreibern von dem Terminal, muss Verträge schließen mit dem Kreditkartenbetreibern und natürlich entsprechende Gebühren dafür zahlen. Wenn jemand Bitcoin akzeptieren will, der braucht einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone, gibt sich eine kostenlose App drauf und kann sofort Bitcoin annehmen. Und damit können auch alle Kunden ohne besonderen Aufwand bei ihm bezahlen, egal woher die kommen und egal welchen Reisepass die haben und ob die ein Konto haben oder nicht. Also das sind einfach Möglichkeiten. Bitcoin ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, die Leute einfach jetzt schon nutzen können. Egal, ob das jetzt als Legal Tender, als gesetzliches Zahlungsmittel definiert ist, mit einem Annahmezwang, der bis zu einem gewissen Grad auch in El Salvador jetzt besteht, oder ob man es einfach freiwillig macht. Ein Würstelstand in Vorarlberg, der freiwillig Schweizer Franken nimmt, ist auch nichts Außergewöhnliches. Und genauso kann jeder Händler, jeder Unternehmer oder auch Privatpersonen sofort jederzeit sich auch in Bitcoin bezahlen lassen. In El Salvador wurde ja auch niemand zu Bitcoin gezwungen. Proteste gegen die Maßnahmen gab es dennoch. Man hat also versucht, die Bevölkerung zum Bitcoin zu animieren. Jede Einwohnerin bekam da ein Zuckerl von Bitcoin im Wert von 30 Dollar zum Beispiel. Einige Millionen Menschen haben dann auch Bitcoin in ihrem Alltag benutzt. Jetzt, nach einigen Monaten, greifen immerhin noch 40% der SalvadorianerInnen hin und wieder zur Bitcoin-Zahlung. Es wird halt unterstützt und dort auch gefördert. Bei manchen Tankstellen gibt es zum Beispiel einen kleinen Rabatt, wenn man mit Bitcoin zahlt. Es muss ja nicht immer gleich Bitcoin sein. Es gibt da draußen ja noch hunderte andere Kryptowährungen. Wäre eine andere vielleicht eine Alternative für den alltäglichen Gebrauch? Man kann es nicht ausschließen, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich. Bei all den anderen sieht man, dass es nie so dezentral ist, nie so verteilt ist. Und in der Regel sind ja dahinter Unternehmen, Trusts, Stiftungen, kleine Gruppen, die solche Dinge starten und versuchen dann halt ihren Coin unters Volk zu bringen. Und ja, im besten Fall geht das eine Zeit lang gut. In schlechteren Fällen zeigen sich solche Dinge gleich mal als Betrug und Pyramidenspiel und kollabieren noch schneller. Und ja, diese Entstehungsgeschichte auch, dass halt niemand sich einen Vorteil durch sogenanntes Pre-Mining gesichert hat. Das heißt, man legt sich einmal ein paar Millionen Coins auf Lager per Code. Ich gestalte den Code selber.
und starte dann, veröffentliche dann, pushe das Ganze und bring dann langsam meine Coins auf den Markt und irgendwann schläft das Projekt wieder ein. Ich habe dafür die Millionen oder die Bitcoins. Das ist halt das, was man häufig sieht bei diesen ganzen Altcoins. Und ich meine, sag niemals nie, die Zukunft ist ungewiss per Definition, das ist so. Aber wenn man sich alle Fakten anschaut, die Nutzbarkeit, die Nützlichkeit von Bitcoin, dann läuft aus meiner Sicht alles auf Bitcoin drauf aus. Wäre der Bitcoin also auch bei uns im Alltag denkbar? Kurz gesagt, ja. Solange man die Infrastruktur bereitstellt. Technische Probleme wie die Blockgrößen der Blockchain könnte man durch Technologien wie das sogenannte Lightning umgehen. Bürokratische Hindernisse müsste man allerdings auch aus der Welt schaffen. Oder die müssten zumindest angepasst werden. Niemand wird mit Bitcoin zahlen, wenn eine Transaktion einen riesigen Papierberg zur Folge hätte. Naja, die Steuerrechte und auch alle anderen Regeln gelten ja weiterhin, auch wenn man es mit Bitcoin macht. Es ist halt so, die Regulierung, da lernen auch beide Seiten. Die Regulierung muss lernen, Bitcoin zu akzeptieren und dafür passende Regeln zu erlassen. Umgekehrt kann jemand, der sich zum Beispiel jetzt in Österreich ein Unternehmen macht in dem Umfeld, muss er sich natürlich an die ganzen Regeln und Gesetze halten. Also wenn ich heute bei einer österreichischen Bitcoin-Broker ein Konto aufmache, natürlich muss ich meinen Ausweis hinlegen. Niemand will Geldwäsche unterstützen von den ehrlichen Menschen. Niemand will Kriminalität, Terrorismus und so weiter unterstützen. Da sind wir eigentlich alle einer Meinung. Nur die Regeln, die jetzt bestehen, sind halt oft für ein altes System erdacht, das dann zu sehr schrägen Ergebnissen und Mühen und Hürden führt, die eigentlich nicht notwendig wären im Bitcoin-Umfeld. Aber das ist auch ein Prozess, der fließend ist. Und Staaten, die das früher erkennen, die da Bitcoin-freundliche Regulierung, praxisorientierte Regulierung sich überlegen, werden tendenziell zu den Gewinnern zählen, weil dort kommt Innovation hin. Und jene, die das verteufeln, verbieten und nur Hürden erstellen, ja, die schießen der eigenen Bevölkerung ins Knie. Von der Relevanz des Bitcoin ist allerdings noch nicht jeder und jede überzeugt. Aber wie steht's mit euch? Sollten wir Bitcoin als normales Zahlungsmittel einführen? Glaubt ihr, würde das etwas bringen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz wundervollen Tag. Schaut's auf euch. Bussi Bussi und Baba. Euer Max Leschatz.